Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema schon wieder gefälschte SMS im Umlauf. Mit gefälschten Nachrichten versuchen Betrüger immer wieder Login- und Kontodaten abzugreifen. Dieses Mal sollten sich Spotify-Nutzer in Acht nehmen, also Benutzer von dem Musikdienst Spotify. Spotify-Nutzer sollten darauf nicht hereinfallen. Derzeit kursieren gefälschte SMS, mit denen Kriminelle Login- und Kontodaten abgreifen wollen. Das berichtet das Verbraucherschutzportal Watchlist Internet. Wir können Ihre Zahlung nicht verarbeiten. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Zahlungsdetails zu prüfen, steht in der Kurznachricht. Dann folgt ein vermeintlicher Link zu Spotify, der sich bei genauerem Hinsehen aber als Phishing-Seite entpuppt. Das bedeutet, dass die Betrüger hier schlichtweg die Webseite von Spotify nachgebaut haben und sich nur als diese ausgeben. Aber was wollen die Betrüger? Wie kann man sich schützen und was ist zu tun, wenn es bereits zu spät ist? Was wollen die Betrüger? Mit der gefälschten SMS wollen die Betrüger erreichen, dass Spotify-Nutzer auf den gefälschten Link in der SMS klicken und auf der ebenfalls gefälschten Login-Seite ihre Daten eingeben. Die Seite ist so programmiert, dass die Betrüger die Eingabe beobachten und die Daten stehlen können. Das heißt, wenn ihr euch versucht, dort einzuloggen, passiert nichts weiter, als dass eure Daten einfach nur in eine Datenbank eingetragen werden und die Betrüger diese Datenbank natürlich abgreifen können, um dann eure Daten zu benutzen und damit machen können, was sie möchten. Wie kann man sich schützen? Wer eine SMS mit Link erhält, sollte grundsätzlich skeptisch sein. Watchlist Internet rät, sich in einem solchen Fall wie gewohnt einzuloggen und keinesfalls auf den Link zu klicken. Das bedeutet, ihr gebt einfach spotify.de ein oder geht in die App und schaut, ob es hier einen Hinweis gibt. Erscheint die Mitteilung im persönlichen Bereich nicht, handelt es sich definitiv um einen Fake. Verbraucher sollen den Link zusätzlich immer genau prüfen und diesen mit der echten Internetadresse vergleichen. Fehlen etwa Buchstaben? Sind welche hinzugekommen? Oder wurden sie durch andere ersetzt? Sollte man den Link keinesfalls anklicken. Was tun, wenn die Daten bereits eingegeben sind und ihr seid auf diese Phishing-Seite bereits hereingefallen und habt versucht, euch über diesen Link auf eurem Spotify-Konto anzumelden? Spotify-Nutzer, die bereits auf den Link geklickt haben, sollten unmittelbar ihr Spotify-Passwort ändern. Wer bereits nicht mehr auf sein Konto zugreifen kann, findet Informationen auf Spotify, was zu tun ist. Wer auf betrügerischen Login-Seiten Zahlungsdaten eingetippt hat, sollte auch seine Bank kontaktieren und eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Was haben die Betrüger von eurem Spotify-Login? Naja, im besten Fall hören sie einfach nur eure Musikdatenbank und freuen sich, dass sie einen kostenlosen Account bekommen haben. Nachdem sie eure Login-Daten geändert haben, kommt ihr ja auch nicht mehr so einfach in euren Spotify-Account. Das Problem ist, dass bei den Spotify-Accounts eure Bankdaten hinterlegt sind. Ja, und die Abbuchung findet ja auch weiter statt. Also auch wenn ihr nicht mehr auf euer Konto zugreifen könnt. Das Abonnement ist dadurch ja nicht gekündigt. Hier muss man sich definitiv so schnell wie möglich an die Betreiber von Spotify wenden. Informationen hierzu findet ihr natürlich auf spotify.de.
Grundsätzlich sollte man in jedem Fall seine Login-Daten wechseln bzw. ändern, wenn man auf so einen Link geklickt hat und aus Versehen tatsächlich die Daten eingegeben hat. Denn sind die Daten einmal bekannt, nun ja, dann sind sie halt eben bekannt und man kann sich jederzeit bei euch wieder einloggen. Viel wichtiger ist allerdings, die meisten von euch haben überall die gleichen Login-Daten. Das heißt, wenn ihr bei Spotify mit dem Passwort, nur als Beispiel, 123456 eingeloggt wart und die gleiche E-Mail-Adresse auch überall woanders habt mit dem gleichen Passwort, nun ja, dann müsstet ihr das auch überall dort ändern. Denn die Betrüger, natürlich nicht alle, aber die Betrüger werden eure Daten teilweise auch verkaufen. Nun ja, und hier ist es ein leichtes herauszufinden mit automatischen Prozessen, ob ihr mit dieser E-Mail-Adresse und dem gleichen Passwort, also wie hier im Beispiel 123456, ja eben überall eingeloggt seid. Das können hier automatische Bot-Systeme feststellen. Da muss sich kein Mitarbeiter oder einer von den Betrügern hinsetzen und das überall durchspielen. Das passiert automatisch. Überall, wo man sich dann automatisch mit euren Daten einloggen kann, sind eure Konten gefährdet. Nun ja, und hier muss man sich natürlich überall die Frage stellen, wo bei euch ein Zahlungsdienst wie zum Beispiel PayPal hinterlegt ist, tja, wo eben beispielsweise Facebook eben autorisiert ist, Abbuchungen zu tätigen. Oder hier auch bei YouTube. Wenn ihr ein YouTube-Abonnement habt und einen Bezahldienstleister damit verknüpft habt, dann ist das immer fragwürdig, was die Betrüger dann noch alles damit anstellen können. Natürlich haben die meisten der großen Webseitenbetreiber Schutzmechanismen, um zu erkennen, dass wenn ihr euch aus einem anderen Land einloggt und von einem ganz anderen neuen Gerät, dass hier etwas nicht stimmen kann. Dadurch werden die Logins meistens schon automatisch blockiert. Eine Garantie hat man hierfür jedoch leider nicht. Auch der Betreiber ist hier nicht unbedingt in der Pflicht. Das heißt, man hat hier eventuell, wenn man Glück hat, noch die Chance, an seine Daten heranzukommen und bekommt dann beim Login angezeigt, dass es einen unautorisierten Zugriff auf euer Konto gab und ihr eben eure Login-Daten ändern solltet. Das solltet ihr dann in diesem Fall auf jeden Fall tun. Und auf jeden Fall auch auf allen Webseiten, wo ihr das gleiche Passwort benutzt habt. Grundsätzlich empfiehlt es sich, kryptische Passwörter zu verwenden. Passwörter, die man sich selbst als Mensch ausdenkt oder irgendwelche Familienbegriffe, die man für Passwörter benutzt, sind höchst einfach zu knacken. Würde ich grundsätzlich nie empfehlen. Außerdem empfehle ich grundsätzlich immer, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen, also zum Beispiel noch einen SMS-PIN einzugeben. Natürlich fragt man sich auch hier, ob sowas bei Facebook, Instagram und so weiter im privaten Sinne ja erforderlich ist oder ob es einfach egal ist, ob euer Konto dann weg ist. Das Problem ist, man gibt hier ziemlich oft ziemlich viele brisante persönliche Daten an, die dann eben auch die Betrüger haben. Von daher lohnt es sich eben auch auf diesen Konten immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen. Denn nur so seid ihr wenigstens möglichst sicher. Eine 100% Garantie gibt es aber auch hier leider trotzdem nicht. Es gibt viele Menschen, die sagen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nervt nur. Ja, natürlich ist es ziemlich nervig, wenn man noch ein zweites variables Passwort jedes Mal eingeben muss. Doch es schützt einfach eure persönlichen Daten. Auch die persönlichsten, wie Name, Anschrift, eventuell vielleicht Personalausweisdaten, die bei der ein oder anderen Firma rumliegen könnten, weiß man immer nicht. Von daher empfiehlt es sich wirklich, nutzt definitiv immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und benutzt anständige Passwörter. Kein Vorname, kein Geburtsdatum, irgendwas Kryptisches und im besten Fall nicht selbst ausgedacht. Vielleicht einmal blind auf der Tastatur rumgedrückt, ist dann tatsächlich noch das Sinnvollste. Also erstmal in einem Feld, dass man sich das aufschreiben und notieren kann, zumindest weiß, dass man das Passwort hat und nutzt einen Passwortmanager. Passwortmanager sind kleine Applikationen, die viele Geräte mittlerweile schon mitbringen. Die neuesten Geräte von Android oder auch mit iOS-Betriebssystem haben Passwortmanager bereits inkludiert.
The Webbrowser gibt es hier zusätzliche Applikationen, die man installieren kann. Das funktioniert eigentlich in fast jedem Webbrowser mittlerweile. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie verstehen werden, wie man eben auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.